So, und da sind wir wieder im Schläfertempel. Aber bevor ich hier jetzt loslege, ziehe ich mich mal um. Hier müssen wir jetzt nämlich gleich. Oh. Fuck. Das war jetzt gemein. Aber echt jetzt. Okay, gleich nochmal speichern. Müssen jetzt diese Schalter nacheinander betätigen. Ich probiere mal was. Geil. Ja, diese Dämonen buggen immer ein bisschen. Deswegen kann man sie, wenn man in so einen Impasse rennt, immer ziemlich leicht abschießen. Aber ich denke, ich nehme da was anderes. Eisblock, Feuersturm. Okay, kein Mana. Heißt erstmal ein Trank. Oh, lass dich von dem nicht stören, der hat Zeit. Bis in alle Ewigkeit. Okay, noch Mana. Nein, es war nicht der. Nicht der, der hier war's. Verrecke! Cool, ich hab's geschafft. Okay, ich geb's zu, durch Bug-Using, aber das ist besser als zu sterben. Geil. Ich gehe hier voll ab. Yeah. Okay. Der nächste ist nicht so lustig. So, dritter Versuch. Mann, das regt mich langsam wirklich auf. Ich habe hier ständig Abstürze wegen Skriptfehlern, nachdem das, was jetzt passieren sollte, eigentlich passieren soll. Und es passiert nicht, was mich aufregt. Also gut, dritter Versuch. Schalter umlegen, damit gleich was Unangenehmes kommt. Yes! Ein Schamane, ein Ork-Schamane, ein untoter Ein Ork-Schamane. Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich! Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Einfach draufhauen. Lichtbringer, dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Varak Kasarok. Diese Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Art und Weise nützlich. Ja, behalten wir mal. Kugelblitzrune und ein Stab. Nix, was wir brauchen können. Aber da schwebt die Rune noch rum. Cool. Jetzt können wir. Was? Hier oder da? Da ist es. Sonderbarer Stein. Können wir jetzt dieses magische Schwert reinstecken und kommen wieder raus. Cool. Ja, der Typ ist jetzt eigentlich der Grund, dass ich überhaupt hierher gekommen bin. Das ist nämlich nötig. Weil wir Treffen im Schlafertempel
Schläfertempel auf 5 Orkschamanen und diese 5 Orkschamanen, ja, wie soll ich es sagen, besitzen 5 Schwerter, die wir brauchen, und zwar ganz dringend. So, noch die anderen. Verdammt, kein Mana mehr. Ich muss weg. 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 Die folgen mir nicht mehr, cool. Jetzt Mana-Trank. Okay, was lerne ich daraus? Nicht mehr gegen große Gruppengegner antreten, wenn mein Mana niedrig ist. Vor allem nicht, wenn es Untote sind. Okay. Noch Mana-Trank. So, jetzt werde ich die aber umbringen. Da vorne stehen sie noch rum. Vollidioten. Und der Level-Up kommt auch schon wieder. So, jetzt muss ich irgendwie eine Möglichkeit finden, diesen... Ja, Eisbock ist, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Warte, ich habe den doch den Kerl verzaubert. Ha, komm, komm. Yes. Und, was hast du für mich? Zeug, cool. Speichern wir mal wieder. Ich wünschte, ich wüsste noch, wie es weitergeht. Ich weiß, dass es hier nochmal 2 untote Schamanen gibt, aber ich weiß nicht mehr wo. Aber hier muss ich lang, das weiß ich noch. Tränke. Noch ein Trank. Nochmal speichern. Ein Schalter. Wir drücken den Schalter. Stirb. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Okay. Wir müssen jetzt... wir müssen einen der Schalter betätigen. Ich glaube, es wird der hier. Der mit der hellen Sonne. Wäre der andere... hätten wir den anderen gedrückt, dann... wären wir jetzt tot. Da hinten noch was? Jupp. Ui. Ui. Schmetterschlag. Zweihand Einhandwaffe. Die beste Einhandwaffe, die wir besitzen. Na gut. Es steht uns der Weg zu 2 weiteren der Schamanen offen. Ich glaube, einer war hier hinten. Vorher speichere ich aber. Nicht, dass nochmal was passiert. Da vorne ist er. Na komm schon, mach schon. Du Untoter. Wie nennt er ihn? Mal sehen, wie er ihn nennt. Sterblicher.
du wagst es, meine Ruhe zu stören, bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Nein, 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 nicht. Halt. Cool. Und das war auch schon der zweite. Also, ich mache da mal den Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.